Hallo. Ja, es kommt noch ein kurzer kleiner Mini-Haul von mir. Und zwar komme ich gerade aus der Stadt, weil ich war ja, wie ihr im Outfit of the Day-Video hören konntet, bei einer Pre-Opening-Veranstaltung von Esprit eingeladen. Bei uns in Hannover hat ein neuer Esprit-Shop aufgemacht und da habe ich eine Einladung bekommen. Und dort war ich mit Tina, also meine Co-Bloggerin. Unseren Blog könnt ihr auch gerne mal besuchen und treuer Leser werden. Würde uns halt sehr freuen. Ja, wir wechseln uns halt immer ab, so mit Beiträgen, mal ich, mal sie. Das ist halt immer ein bisschen, was auf dem Blog passiert. Ja, also wie gesagt, die Geräusche sind immer wieder King. Also wie gesagt, die Einladung war heute von 17 bis 20 Uhr oder so ungefähr. Und also Tina kam dann her, ich habe sie dann halt fertig gemacht und geschminkt und so. Und dann sind wir in die Stadt. Ich war noch vorher bei Douglas, weil ich mir nochmal so ein Chanel-Dings, also hier Douglas. So. Ich wollte mir nochmal einen von diesen Illusion d'Ombre Eyeshadows von Chanel holen. Und zwar, ich habe ja schon den dunklen, den Illusion. Das ist ja der hier, den ich heute auch drauf habe. Richtig, richtig cool. Und dann, ich wollte gerne den weißen haben, der so richtig, richtig stark funkelt und glitzert, aber den hatten sie nicht. Und jetzt habe ich mir den 82 MRVL oder was weiß ich, keine Ahnung. So. Ist halt so ein schönes Champagner. Ja. Swatchen. Also so sieht das aus. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Ja, also den habe ich mir geholt. Das ist eine richtig, richtig tolle Textur. Den anderen liebe ich auch total, weil man damit super arbeiten kann und aufbauen und verblenden und sehr, sehr gut. Kostenpunkt sind sie bei 30 Euro. Das ist nicht gerade wenig, aber ja, ich finde, die sind super. Also da hat Chanel wieder was richtig Cooles auf den Markt gebracht. Ja, das wäre das. Ich habe gar nicht geguckt, was ich an Proben bekommen habe. Mache ich sonst immer. Einmal Double Wear Make-up in der Farbe 3. Okay, kann ich eh nicht gebrauchen. Und ein Laura Parfum. Ja, und dann waren wir ja bei dem Esprit Opening. Und also ich muss halt sagen, ich bin eigentlich ein großer Esprit-Fan. Aber die Preise sind so enorm, finde ich, gestiegen. Und also ich bin halt immer so ein Sale-Käufer. Also online, meistens bestelle ich dann immer online und dann im Sale. Und dann waren echt sonst immer gute Schnäppchen dabei. Aber wenn ich jetzt immer mal gucke, finde ich immer noch total übertrieben teuer. Und ich dachte heute auch bei diesem Pre-Opening, dass dort so Prozente gibt oder so, aber die gab es nicht. Es gab aber halt an so manchen Tischen, stand halt so ein Schild Pre-Opening-Preise. Und die sollen dann halt irgendwie günstiger gewesen sein als normal, obwohl, naja, ja. Wie gesagt, also erstmal konnte man da ein Foto machen lassen. Hier Gangster-Foto von Melanie. Ganz toll. So eine Karte. Und ja, ich gucke ja YouTube-Videos und sehe ja im Moment diese Trendfarbe Senfgelb. Senfgelb, so Ockergelb, Senf, was weiß ich, keine Ahnung, so eine komische Unfarbe. Und ja, ich finde die ja ganz cool und dachte mir so, könnte man vielleicht auch mal gucken. Und dann hat Tina einen Pullover entdeckt bei Esprit heute. Und sagt, hier, das würde dir voll gut stehen und so und richtig cool. Und ja, ich dann überlegt und ob ich den mitnehme und dann sind wir nochmal runtergegangen.
noch mal ein Sektchen getrunken und weil er sollte 50 Euro kosten. Und was ich auch wieder richtig, richtig krass finde. Aber es gab unten noch auch die gleiche Farbe, aber so ein richtig dünner Pullover, also nichts wirklich Wärmendes. Da habe ich hin und her überlegt und dachte, der sieht ganz cool aus, den könnte ich Samstag vielleicht nach Mannheim einziehen zu einer blauen Chino-Hose und das sieht ein bisschen cool aus. Und ja, dann sind wir nochmal hochgegangen und dann habe ich mir den doch geholt. Das ist halt der hier mit so einem V-Ausschnitt und so einem Zopfmuster hier an den Seiten. Und ja, das ist irgendwie 100% Baumwolle, sagte sie mir, die Dame. Ja, irgendwie, ja, an diesen Schildern war irgendwie so Pre-Opening. Und dann war, ach genau, hier 49,95 und regulär 70 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Na, regulär 70 Euro, also 20 Euro spart, aber immerhin doch noch eine Stange Geld. Ja, also das ist halt der Pullover und ja, ich bin mal gespannt. Der riecht irgendwie auch noch nach Parfüm. Ich fand irgendwie die ganzen Sachen da rauchen so ein bisschen parfümiert. Ein bisschen Abercrombie-Style, weil da ist ja auch wohl alles parfümiert. Ja, das wäre dann jetzt so mein kleiner Haul. Und ja, wenn ihr das jetzt seht, also ich lade das ja morgen hoch, also wenn ihr das jetzt heute seht, dann habe ich das gestern Abend gekauft. Ja. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.